Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Waldmoser Kreises hier zu unserer Jahrestagung begrüßen. Ich darf Sie begrüßen hier in einem der jüngsten, der innovativsten und modernsten Krankenhäuser, die Österreich in letzter Zeit eröffnet hat. Wir haben gestern ja von Generaldirektor Wetzlinger einige Hintergrundinformationen bekommen. Vielleicht nicht das, was Sie sonst in den Medien wahrgenommen haben, sondern wirklich relevante Hintergrundinformationen. Bevor ich die Moderation in die bewährten Hände von Roland Schaffler legen darf, erlauben Sie mir noch einige begleitende Worte zum Waldmoser Kreis und zu dieser Veranstaltung hier. Der Waldmoser Kreis ist ja, wie Sie vielleicht schon wissen, eine sehr lockere Vereinigung von ärztlichen Führungskräften, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, als ärztliche Führungspersonen auch Wirkung im österreichischen Gesundheitswesen zu entfalten, positive Wirkung natürlich. Und wir bemühen uns auch, diese Funktion durch eigene Ausbildungsgänge zu fördern. Wir veranstalten jedes Jahr ein Führungslabor, wo wir junge Hoffnungsträger, wie wir glauben, auch mit dem Erfahrungswissen von erfahrenen und älteren ärztlichen Führungskräften konfrontieren und ihnen sozusagen die Gene weitergeben, die notwendig sind, um als Ärzte auch Führungsfunktion wirkungsvoll wahrnehmen zu können. Den zweiten Luxus, den wir uns leisten, ist es, dass wir bei unserer jährlichen Klausur in Bad Hofgastein uns frei von standespolitischen und parteipolitischen Hintergrundbelastungen Gedanken zu machen, wie wir in unserem System auch Impulse setzen können, um hier ein kleines Stück das Rädchen weiterzudrehen. Und im heurigen Jahr sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es neben den Megatrends wie Digitalisierung der Medizin, Personalisierung der Medizin, auch noch einen tiefergreifenden Wandel, auch eine Werteorientierung in der Medizin geben muss, um den zukünftigen Anforderungen unserer Gesellschaft gerecht werden zu können. Und dafür haben wir das heutige Programm gemeinsam erstellt und haben wirklich ein großes Glück gehabt, dass wir international renommierte Experten gewinnen konnten, uns hier dieses Programm mit uns zu gestalten. Es sind internationale Experten wie Professor Sir Mulgrey. We are very happy to have you here. Welcome in Vienna, in Austria. Und der Titel Time to Think Differently mag wohl auch das Grundmotto unseres heutigen Tages sein. Weiterer großer Experte, und wir sind auch sehr, sehr froh, dass Sie, Herr Professor Antes, uns hier begleiten. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Kommen. Und wir haben Gott sei Dank auch in Österreich namhafte Experten, die uns in diesem Themenkreis auch sehr kräftig unterstützen können. Herr Dozent Wallner, herzlichen Dank für Ihr Kommen, und ich darf in Abwesenheit noch auch Herrn Professor Zeilinger begrüßen, der natürlich aus einer ganz anderen Perspektive das Neue in unsere Welt bringen soll und bringen wird. Diesen sehr, sehr spannenden Tag freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam gestalten zu können. Sie haben hier Gelegenheit, auch sich einzubringen, die Experten entsprechend zu befragen, zu diskutieren, Ihre Fragen auch mit den Experten
zu behandeln. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen sehr, sehr informativen und spannenden Tag. Und ich darf nun Herrn Magister Roland Staffler bitten, das Programm wie üblich zu begleiten. Vielen herzlichen Dank.